Machen wir es wie Jesus, nehmen wir uns ihn zum Vorbild, denn in allem sollen wir Jesus Christus uns zum Vorbild nehmen und speziell auch in der Zeit, wo Jesus Christus am Ende seines Lebens hier war, wo er das Leid auf sich genommen hat. Jesus Christus hat sich für uns abschlachten lassen und er hat es getan in der Freude auf das, was danach gekommen ist. Wir finden im Hebräerbrief, Kapitel 12, im Vers 2 die Sätze. Schauen wir auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete und der sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Amen. Halleluja. Nehmen wir uns das zum Vorbild und schauen wir auf die vor uns liegende Freude nach diesem irdischen Leben, wenn wir durchhalten, wenn wir ausharren und wir dann mit dem Herrn in seiner Herrlichkeit zusammen in Ewigkeit leben dürfen. Halleluja! Das ist es wert.